Servus Leute, ich hoffe euch geht's gut da draußen. Hier ist euer ID, neuer E-Sportler wieder am Start. Wir kommen nun zum ersten Player Review von mir. Ich habe da mega Bock drauf. Ich werde hauptsächlich Objective-Karten austesten, beziehungsweise auch manchmal SBC-Karten, die gerade rauskommen und die nicht viel wert sind. Das war mir immer wichtig, dass ich euch zeige, dass man mit Spielern spielen kann, die gratis erspielbar sind und man keine 3 Millionen Coins ausgeben muss. Die Spieler, die ich austeste, teste ich hauptsächlich über eine ganze Weekend League aus. Ihr könnt mir da vertrauen, weil meiner Meinung nach kann man keinen Spieler wirklich bewerten, wenn man nur ein, zwei Games macht. Man braucht da mindestens 10, 20 Games, um zu wissen, wie ein Spieler tickt. Und das war mir auch ganz wichtig, damit ihr von einem E-Sportler hört, wie die Spieler sich so spielen lassen. Fürs nächste Player Review würde ich es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr in den Kommentaren euren Spieler nennt, den ich eben austeste fürs nächste Video. Der sollte eben eine Objective-Karte sein oder auch eine SBC. Das geht auch. Auf jeden Fall werde ich diese Spieler dann in der kommenden Weekend League austesten, welche ich meistens am Freitag streame, ab und zu auch am Samstag, je nachdem. Auf Twitch streame ich und ihr könnt mir da auch einen Follow da lassen und hier natürlich auf YouTube. Ebenfalls, weil ich in Zukunft richtig reingrinden werde. Ich habe mega Bock drauf. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video und mit dem ersten Spieler. Wir haben einen neuen E-Bundesliga-Champion, Aydin Islamovic. We'll always see the one down. Ramos back to CR7! Oh my god, this is mentally tough. So, das ist die Karte, die wir heute bewerten werden. Das ist der liebe Luzarell Gertruder. Perfekt, einfach Zungenbrecher in dem Namen. Auf jeden Fall habe ich ihn einfach Gertrud genannt. Ganz einfach. Und die Karte kann einfach Rechtsaußenverteidiger spielen, dann Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. Ich habe beides gespielt, also ich habe ihn als Rechtsverteidiger ausprobiert und als Innenverteidiger. Und beide Male richtig gut performt. Ich zeige euch danach dann noch im Gameplay, welche Schwächen und Stärken er hat. Und wir kommen nun noch zu den Zielen, was ihr für den Spieler machen müsst. Die Karte ist bei Meilensteinen erspielbar. Ihr müsst dafür zu Eredivisie gehen. Und bei Willen dann könnt ihr darunter dann sehen, dass man den Kollegen Gertruder erspielen kann. Ihr müsst dafür einfach nur 7 Vorlagen geben und das mit Dreieckspässen, also mit Steilpässen, und ihr müsst dafür ein ganzes Eredivisie Team hernehmen. Und das könnt ihr in Squad Battles oder in Rivals eben absolvieren. Aber ich würde euch empfehlen, einfach auf Halbprofi Squad Battles schnell die 7 Tore machen, beziehungsweise 7 Assists per Dreieckspässen machen, und dann könnt ihr auf chillig den Controller stehen lassen und dann habt ihr bereits den Spieler ergattert. So, wir springen direkt rein ins Gameplay von Gertrud. Ihr seht erste Aktion, erste Balleroberung. Solche Aktionen werdet ihr öfter sehen von ihm. Das war übelst krass mit dem, also der hat 2 Kämpfe gewonnen, wo ich mir denke, Digga, wie, der hat so krassen Bodycheck immer gegeben. Ihr werdet ein paar Aktionen sehen, das hat sogar Bock gemacht, mit ihm zu verteidigen und den Verteidiger bzw. den Flügelspieler dann wegzudrängen, wie hier auch, ja, Vinicius Junior, einfach easy weggedrängt, aufgefressen, ohne Probleme. Das hat man mega gemerkt bei ihm, dass der hier auch, natürlich ist das nur unter Anführungsstrichen Insigne, aber das war übelst krass bei dem, dass der easy solche Bodychecks gegeben hat. Und was mir am meisten aufgefallen ist in der Defensive, ist, dass er, nachdem er eben ein Tackling macht, beziehungsweise den Ball erobert, er hat den Ball immer am Fuß gehabt. Das war übelst krass. Ihr kennt wahrscheinlich die Situation, wenn ihr ins Tackling gehen möchtet, dass der Ball irgendwie voll wegbounced. Und das war überhaupt nicht bei ihm der Fall. Und auch bei abgefangenen Pässen und so hat er den Ball immer am Fuß gehabt. Immer. Hier seht ihr eine gute Offensivaktion von ihm. Hier hat er einen kleinen Sprintanfall auf den Außen gehabt. Ich sehe hier, in der Mitte ist keiner. Demnach dachte ich mir, ich gehe einfach rein mit ihm. Und da sah man eben seine 3 Sterne Bigfoot da vorne. Und eben, ja, das war halt sein Manko, sage ich mal, mit seinen 57 Schuss und
2 Sternen Skill Moves und 3 Sternen Bigfoot, ist er halt vorne, kann man nicht viel mit ihm machen, außer mal querlegen oder so. Deshalb habe ich ihn als Rechtsverteidiger nicht so gefeiert, dadurch, dass ich offensive Außenverteidiger übelst abfeiere. Habe ich ihn jetzt nicht so gefeiert als Rechtsverteidiger, aber ich würde den mega feiern als Innenverteidiger. Also wenn ihr da draußen offensiv Außenverteidiger spielt, dann würde ich den eher als Innenverteidiger spielen. Aber wenn ihr sagt, ich bin ein Spieler, der Außenverteidiger eben hinten bleiben lässt und der eben auf den Außen sicher stehen möchte, dem würde ich Gertrud hundertprozentig empfehlen. Der hat halt jeden gefressen, ne? Hier Ginola den Ball abgefangen, beziehungsweise den Pass abgefangen, ganz easy. Das war ehrlich sehr, sehr krass. Vom Passspiel her war es ganz okay, er hat seine Pässe sind eigentlich sehr oft angekommen, nur die so Whisky-Pässe, so riskante Pässe über die Außen, so Alliance-Strikes-Pässe, ab und zu war das nicht so anschaulich, sage ich mal, aber prinzipiell war das schon sehr in Ordnung. Und mit Architekt hat er sogar Lengthy, das habe ich vergessen zu erwähnen, mit Architekt hat er Lengthy, aber dazu kommen wir später. Wir kommen nun zum Fazit von Gertrud. So, wir kommen nun zum Fazit von Gertrud, wie man ihn ausspricht. Er kann Rechtsverteidiger spielen, Innenverteidiger, Rechtsaußenverteidiger und ist ein Rechtsfüßler. 2 Sterne Skill Moves, 3 Sterne Bigfoot und hat Medium Work Rate. Sein Rating, also das ist nur aus meiner persönlichen Sicht, ich würde ihm als Rechtsverteidiger eine 8 von 10 geben, dadurch, dass er offensiv eben ab und zu seine Stärken aufgezeigt hat, mit seinen Sprintanfällen und so weiter und so fort. Aber dadurch, dass er nur 2 Sterne Skill Moves hat und nicht wirklich den besten Schuss hat, habe ich ihm dann 2 Punkte weniger gegeben, aber dadurch, dass er verteidigungsmäßig eine Bombe ist, habe ich ihm als Innenverteidiger eine 9 von 10 gegeben und das ist ja einer, ich glaube, der besten Gratiskarten, die man ergattern kann. Natürlich ist seine Nation und seine Mannschaft etwas schwieriger zu linken, aber wenn man vielleicht 2-3 Eredivisie-Spieler hat aus der niederländischen Liga, wo er vielleicht eine niederländische Ikone hat, kann man den auf jeden Fall einbauen auch. Wir kommen nun zu seinen Stärken und Schwächen. Seine Stärken sind auf jeden Fall seine Robustheit, das war übelst krass bei dem. Dann seine Treue, nichts zum Verein oder zu mir, sondern einfach seine Treue im Spiel, dass er immer seine Positionierung gehalten hat und er war halt immer da, wo man ihn gebraucht hat. Und er hat auf der PS5, just reminder, dass er auf der PS5 Lengthy hat bei Architekt. Also wenn du auf der PS4 spielst, also auf der Old-Gen-Version, ist das nicht der Fall, da ist es eigentlich relativ egal. Aber auf PS5 würde ich ihm empfehlen, einen Architekt zu geben. Dann hat er Lengthy und das heißt, dass er eben einfach ja viel explosiver ist, viel schneller, wie ihr auch im Gameplay gesehen habt, wo er halt ab und zu auf den Außen durchgezogen ist. Seine Schwächen sind auf jeden Fall ab und zu das Passspiel, was mich aufgeregt hat. So ganz einfache Pässe, so Alliance-Dreiecks-Pässe auf 10, 20 Meter gingen voll klar mit ihm. Aber so Seitenwechsel, lange Bälle, die sind meistens nicht so angekommen, wie ich es haben wollte. Aber dadurch, dass er als Innenverteidiger spielen kann, ist es dann halb so schlimm. Aber als Rechtsverteidiger hat mich das ab und zu halt abgefuckt. Genau, als Rechtsverteidiger nicht wirklich offensiv stark, das habe ich bereits erwähnt, als Innenverteidiger einfach mega. Das war's mit dem ersten Claire Review, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst gerne Feedback da, was ich besser machen könnte und natürlich ein Abo dalassen, würde ich sehr zu schätzen wissen und ja, dann würde ich sagen, in Zukunft wird weiter gegrindet und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag noch und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Thank you.